Hallo zur GamePro Monatsvorschau für den November 2017. Wie immer übernehmen wir keine Gewähr für die angegebenen Veröffentlichungstermine und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Los geht's am 3. November mit Call of Duty World War II für PS4 und Xbox One. Der Shooter kehrt zu den Serienwurzeln im Zweiten Weltkrieg zurück. Dabei stehen eine Kampagne, ein Koop-Modus sowie der klassische Multiplayer zur Auswahl. Mit dem Azure Striker Gunvolt Striker Pack für Nintendo Switch werden am 3.11. die beiden Teile der 2D-Action-Plattformer-Reihe gemeinsam veröffentlicht. Dabei soll es eine Vielzahl neuer Features, Erweiterungen und Bonusinhalte geben. In Kirby Battle Royale, das ebenfalls am 3.11. für 3DS erscheint, tretet ihr in 10 Kampfmodi gegen andere Kirbys an und spielt dabei 13 Nachahmerfähigkeiten frei. Während sich Einzelkämpfer im Story-Modus austoben, unterstützen die Multiplayer-Varianten bis zu 4 Spieler gleichzeitig. Das am 7.11. für die PS4 erscheinende .hack GU Last Recode ist eine Collection und enthält die 3 Serienteile Rebirth, Reminisce und Redemption mit 1080p Auflösung, 16:9 Breitbildformat und 60 FPS Bildrate. Außerdem wurden Verbesserungen an der Spielbalance vorgenommen. Der Landwirtschaftssimulator 2017 erscheint am 7.11. für Nintendo Switch. Es gibt unter anderem eine neue Region, neue Fahrzeuge und weitere Tiere. Beim Spielprinzip ändert sich nichts. Ihr bewirtschaftet Felder, baut die eigene Farm aus und spielt mit anderen online. Diesmal wahlweise auch als Bäuerin. Sonic Forces erscheint am 7.11. für PS4, Xbox One und Switch. Im Gegensatz zu Sonic Mania handelt es sich dabei um ein 3D-Spiel in der Machart von Sonic Adventure. Ihr steuert den modernen sowie den klassischen Sonic, um die Welt vor dem Bösewicht Dr. Eggman zu retten. Super Lucky's Tale erscheint am 7.11. für die Xbox One und ist ein 3D-Plattformer, in dem ihr als niedlicher Fuchs auf Münz- und Monsterjagd geht. Das Jump'n'Run ist die erweiterte Version des ursprünglich VR-exklusiven Lucky's Tale und bietet in der aufgemotzten Version zusätzliche Welten und Gegner. Das am 8.11. erscheinende Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds ist ein Story-DLC zum PS4-exklusiven Horizon Zero Dawn. Der DLC bietet eine neue Story und ein neues Gebiet voller Robo-Viehzeugs. Ihr spielt dabei erneut Heldin Aloy aus dem Hauptspiel. Am 10.11. erscheint Cat Quest für die PS4. Und ich möchte dazu einfach mal den Hersteller zitieren. Cat Quest ist ein Open-World-RPG, das in der fantastischen Welt der Katzen angesiedelt ist. Setzen Sie zum Sprung in das große Abenteuer an, indem Sie dem bösartigen Drakord und ihrer gekatznappten Schwester nachschnurren. Und das sind noch lange nicht alle Katzenwortspiele. Ich sag nur Bermiauda-Dreieck. Am 10.11. kommt Doom auf die Switch. Als Marine ballert ihr euch durch eine UAC-Forschungsstation auf dem Mars und schrotet dabei zahllose Dämonen zurück in die Hölle. Als Grafikgerüst dient die an die Switch-Hardware angepasste It Takes Six Engine. Need for Speed Payback erscheint am 10.11. für PS4 und Xbox One. Das Action-Rennspiel setzt seinen Fokus auf Tuning und rasante Verfolgungsjagden in einer offenen Welt. Dank der Tuning-Optionen könnt ihr Schrottkarren, die ihr am Straßenrand findet, zu Supersportwagen aufmotzen. Die Autos werden in 5 Wagenklassen unterteilt: Renn-, Drift-, Offroad-, Drag- und Fluchtfahrzeuge. Auch am 10.11. gibt's frisches Futter für Switch-Knobler. Snipperclips Plus ist eine um viele neue Levels erweiterte Version des innovativen und erfolgreichen Koop-Spiels. Wer das Original schon besitzt, kann sich die neuen Inhalte übrigens auch separat als DLC holen. Im Action-Adventure Beast Quest, das am 14.11. für PS4 und Xbox One erscheint, müsst ihr das Königreich Aventia vor dem Untergang retten. Die Umsetzung der Jugendbücher bietet jede Menge Herausforderungen und eine Fülle von Nebenmissionen. Neue Fähigkeiten und Upgrades können freigeschaltet werden, um die unterschiedlichsten Gegner zu bekämpfen. Cartoon Network Battle Crashers erscheint am 14.11. für Nintendo Switch und ist im Prinzip eine Reise durch die beliebtesten Welten von Cartoon Network, wie Adventure Time, Gumball, Steven Universe, Regular Show, Clarence und Uncle Grandpa. Die Helden dieser Shows müssen zusammenarbeiten, um ihre Welten zu retten. Das Action-Adventure L.A. Noire erscheint am 14.11. als Remaster für PS4, Xbox One und Switch. Im Los Angeles des Jahres 1947 müsst ihr als ehemaliger Kriegsheld Cole Phelps
Verhöre mit Zeugen und Verdächtigen sowie Rennsequenzen und Feuergefechte hinter euch bringen. Das Remaster bietet technische Verbesserungen und beinhaltet alle Download-Inhalte. Das Monster Truck Spektakel Monster Jam Crush It ist bereits vor ziemlich genau einem Jahr erschienen und kommt nun auch für die Switch. Ihr dürft euch auf authentische Stadien für Rennen und Freestyle-Events freuen und euren Liebling unter den offiziellen Trucks von Monster Jam wählen. Darunter Gravedigger, MaxD, Monster Mutt und viele mehr. In LEGO Marvel Super Heroes 2, das am 16.11. für PS4, Xbox One und Switch erscheint, kehren die Marvel-Helden in die digitale Klötzchenwelt zurück. Zu den spielbaren Figuren des koop-lastigen Action-Adventures gehören diesmal auch Baby Groot und Doctor Strange. Die Switch-Version von Batman The Telltale Series erscheint am 17.11. Das Episodenspiel stellt eure Entscheidungen in den Mittelpunkt, weniger das eigentliche Gameplay, das eher rudimentär ausfällt. Genau das Richtige für Comic-Fans, die mehr Wert auf eine packende Story als fordernde Action legen. Auch am 17.11. kommt die Sims 4 für PS4 und Xbox One. Der vierte Teil der Lebenssimulationsreihe bietet viele Neuerungen, wie etwa das überarbeitete Editor-System, das neue Sim-Erschaffungstool Create a Sim und die Gefühle der Sims, die jetzt eine größere Rolle spielen und sogar von der Umgebung abhängig sind. Grave VR erscheint am 17.11. für PlayStation VR und ist ein Indie-Survival-Spiel. Ihr erkundet aus der Ego-Perspektive die offene Spielwelt und müsst nützliche Gegenstände sammeln, denn nachts tauchen feindliche Kreaturen auf. Waffen im eigentlichen Sinn gibt's aber nicht. Ebenfalls am 17.11. erscheint Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond für den 3DS. Sie spielen in der gleichen Welt wie die Vorgänger Pokémon Sonne und Pokémon Mond, bieten aber eine alternative Geschichte mit neuen Handlungssträngen und Orten. Außerdem gibt's einige alternative Pokémon-Formen. Auch die Switch-Version von Rime kommt am 17.11. Dabei handelt es sich um ein Open-World-Adventure vom Entwickler Tequila Works. Das Spiel bietet eine Mischung aus Sprung- und Kletterpassagen, enthält aber auch kleinere Rätsel. Die Grafik ist im Cel-Shading-Look gehalten. Road Rage kommt am 17.11. für PS4 und Xbox One. In dem Motorrad-Actionspiel im Stil von Road Rash und Road Redemption kämpft ihr um die Kontrolle über die Großstadt Ashen. Dazu liefert ihr euch Kampfrennen, bei denen ihr auf Tuchfühlung mit anderen Fahrern geht und sogar mit Waffen auf Kontrahenten einschlagt. Die Fortsetzung zum Shooter-Reboot Star Wars Battlefront erscheint am 17.11. für PS4 und Xbox One. Das von Spielern als etwas zu seicht bezeichnete Gameplay soll um neue Features erweitert werden. Auch eine Solo-Kampagne soll enthalten sein, in der ihr aber nicht den gleichnamigen Schmuggler, sondern eine imperiale Pilotin spielt. Die Nintendo Switch-Ausgabe des 2011 erschienenen Open-World-Rollenspiels The Elder Scrolls V Skyrim kommt ebenfalls am 17.11. in die Läden. Neuerungen sind unter anderem Bewegungssteuerung für Kämpfe und Schlösserknacken, Ausrüstung aus der Zelda-Reihe und Amiibo-Features. Gleichzeitig erscheint voraussichtlich auch die PlayStation VR-Version des Klassikers. MXGP 3 für die Switch kommt am 21.11. und beinhaltet alle offiziellen Fahrer, Motorräder und Strecken der Saison 2016. Die Fahrer und Motorräder können ganz individuell gestaltet werden, dazu stehen über 300 offizielle Komponenten zur Verfügung. Mit dabei sind auch Zweitakt-Motorräder. Mit The Impatient erscheint am 22.11. ein Spiel, das im Universum von Until Dawn angesiedelt ist. Tatsächlich ist Impatient für PlayStation VR ein Prequel und spielt 60 Jahre vor den Ereignissen des Horror-Adventures. Ihr spielt einen an Amnesie leidenden Patienten des Blackwood-Sanatoriums und müsst herausfinden, wer ihr seid. Abhängig von den Entscheidungen nimmt die Handlung unterschiedliche Verläufe. Fun Fact: New Style Boutique 3 Styling Star, das am 24.11. für den 3DS erscheint, stammt von dem Studio, das bereits für thematisch ähnliche Titel wie etwa Def Jam Vendetta, WWF No Mercy oder Galactic Wrestling featuring Ultimate Muscle verantwortlich zeichnet. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mit Outcast Second Contact erscheint voraussichtlich am 24.11. das Remake des PC-Klassikers Outcast von 1999 für PS4 und Xbox One. Während der Inhalt, das KI-System und die Sprachausgabe vom Original übernommen werden, gibt's bei der Steuerung und besonders bei der Grafik eine komplette Überarbeitung. Black Mirror für PS4 und Xbox One erscheint am 28.11. und ist ein Reboot der dreiteiligen Adventure-Reihe von Entwickler King Art.
Es erzählt eine unabhängige Geschichte, will aber den Gothic-Horror und die düster-melancholische Atmosphäre der alten Teile einfangen. Statt Schockmomenten stehen Psycho-Horror und Wahnsinn im Stil von H.P. Lovecraft und Edgar Allan Poe im Vordergrund. Resident Evil Revelations kommt am 28.11. für die Switch und erzählt die Geschichte zwischen den Serienteilen 4 und 5. In den Hauptrollen die Serienveteranen Jill Valentine und Chris Redfield. Ursprünglich war der Titel 3DS-exklusiv, wurde aber bereits auf andere Konsolen portiert. Auch Resident Evil Revelations 2 erscheint am 28.11. für die Switch. Es bietet mit Claire Redfield und Moira Burton gleich zwei Heldinnen, die sich komplett unterschiedlich spielen. Die beiden müssen aus einem monsterverseuchten Gefängniskomplex fliehen, dabei spielen farbig kodierte Armbänder eine große Rolle. Mit Star Ocean The Last Hope für PS4 erscheint am 28.11. ein Remaster des ursprünglich 2009 für Xbox 360 und PS3 veröffentlichten Rollenspiels. Das Spiel bietet dank PS4 Pro-Unterstützung 4K-Auflösung, ein Optikwunder solltet ihr wegen des Alters der Vorlage aber nicht erwarten. Ab dem 30.11. setzt Kate Walker auf der Switch ihre Reise genau dort fort, wo Teil 1 von Siberia zu Ende war. Aber statt in ihr Leben in New York zurückzukehren, entschließt sie sich zu einer Reise in die frostigen Länder, um Siberia aufzubrechen. Das klassische Adventure bietet detaillierte Grafik und einen orchestralen Soundtrack.